Die beiden Südtiroler Thomas Hofer und Carlo Datz sind ausgebildete Taucher. Die beiden tauchen zu den Wracks vor der Küste Istriens, die zum Teil bis zu 150 Meter lang sind, seit fast 100 Jahren am Meeresboden in bis zu 70 Meter Tiefe liegen. Mit Kameras. Wir tauchen mit unserem Team auch sehr viel in die Südtiroler Seen und manchmal gehen wir auch auswärts, wie zum Beispiel jetzt in Kroatien, die Geschichte mit den ganzen versunkenen Wracks vom Ersten Weltkrieg noch und von der österreichisch-ungarischen Marine und zum Teil auch von der italienischen Marine. Das ist natürlich immer wieder faszinierend, in die Tiefen vorzudringen. Die beiden setzen sich auch geschichtlich mit den Wracks auseinander. Des Kaisers versunkene Flotte. Freitag, 20:20 Uhr, Rai, Südtirol.